Gut, der Ladenbesitzer ist schon mal tot. Jetzt töten wir das Restliche drauf. Ja! Wow. Kultistenplünderer. Kultistenmagier. Gegner. Natürlich. So. Wie ihr wünscht. Da. Kannst du bitte angreifen? Selbstverständlich. Egal. Du sollst nicht immer die Leute enthaupten. Ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, du sollst das lassen. Okay. Wie ihr meint. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur nach der Asche. Aber wirklich, das wird interessant. Selbstverständlich. Kultist. Einer. Du bist leicht wahnsinnig, oder? Gespeichert. Ich speichere jetzt hoffentlich mal öfters als. Was haben wir denn da? Gut, hier ist Plünderer. Ich werde es tun. Wird erledigt. So, die normalen Gegner sind kein Ding. Ich meine, ich hab einen Drachen auseinandergenommen. Was soll mir da noch großartig passieren? Gold dabei, da haben wir ja noch Todeswurz. Ich hätte mich vielleicht hier oben erst umgucken sollen. Egal. Noch mehr Todeswurz am Wachsen ist, das hat auch was zu bedeuten. Hoffentlich finde ich jetzt auch einen Hinweis auf die Asche. Mal sehen. Auf jeden Fall ist hier überall Zeug, das ist ja unglaublich. So. Damit können wir hier rein. Und haben im Ladenbildschirm eine stabile Framerate von 20. Sind wir über alle Maßen gesegnet. Wir wurden von der Heiligen und Geliebten selbst als Wächter auserwählt. Uns allein ist diese heilige Pflicht auferlegt. Frohlocket, meine Brüder, und öffnet eure Herzen für sie. Hebt eure Stimmen und verzweifelt nicht, denn sie wird ihre treuen Diener zu sich nehmen, wenn... Ja, willkommen. Ich habe schon gehört, dass wir einen Gast im Dorf haben. Habt ihr euren Aufenthalt in Haven bisher genossen? Ihr habt die Ritter aus Radcliffe getötet. Ich sah ihre Leichen. Das, meine Brüder, passiert, wenn man Fremden Zutritt zum Dorf gewährt. Sie haben keinen Respekt vor unserer Privatsphäre. Wenn wir nichts tun, wird der anderen von uns erzählen. Und was dann? Ihr versteht unsere Lebensweise nicht, Fremder. Und genau das könnte Haven den Krieg bringen. Oh, eure Angst und Körper. Das verdient. Was ist mit Bruder Genitivi? Was habt ihr mit ihm gemacht? Wir schulden euch keine Erklärung für das, was wir tun. Wir erfüllen eine heilige Pflicht. Sie nicht zu beschützen, wäre die größte Sünde. Uns wird alles vergeben werden. Da komm doch. Ja. Sag mal, Liliana. Versuchen wir es einfach mal. Mehr Gegner. So weit. Na! Stehen gescheitert, okay. Bitte alles erstmal auf den Nagel, ja. So. Versuchen wir es nochmal. Okay, es funktioniert nicht wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil du zu...
Ja, irgendwie tut ihr mir nichts. Mein. Ja. Du bist ja lustig. Das ist gut gegangen. Okay. Kultistenmedaillon. Ich könnte auch eigentlich auf alles gehen, aber ich mache mal lieber den Doppelklick irgendwie. Gut. Irgendwie. Beschriftete Truhe. Ring des Glaubens. Oh, das ist nicht schlecht. Ein kleiner Silberbarren. Das ist verschlossen, aber Liliana sollte es schaffen. Jawohl. Du. Ziegelwand. Überraschung. Die Wache hat auch noch was. Geld. So, irgendwas. Nein, bevor ich die aber öffne, will ich erstmal. Finger mal da mal dann rum. Ach, ich wollte gerade sagen, der ist ja jetzt nicht tot, oder? Wer seid ihr? Wurdet ihr geschickt, um es zu Ende zu bringen? Bruder Genitivi? Ihr gehört nicht zu ihnen. Dem Erbauer sei Dank. Was gibt, wie geht es euch? Was glaubt ihr wohl? Wochenlang nur Wasser und Brot, dazu die Folter. Es ging mir noch nie besser. Ich verstehe. Kann ich etwas für euch tun? Das Bein sieht nicht gut aus. Und ich spüre meinen Fuß nicht mehr. Wein, könnt ihr helfen? Ich kann das Bein schienen und die Schmerzen lindern. Aber er braucht viel Ruhe, bis das ausgeheilt ist. Zum Ruhen habe ich jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Die Urne ist auf dem nächsten Berg. Woher wisst ihr das? Meine Nachforschungen führten mich nach Haven. Ich habe die Dorfbewohner belauscht. Die Urne ist hier. Haven liegt im Schatten des Berges, der die Urne enthält. Es gibt dort einen alten Tempel, der zu ihrem Schutz errichtet wurde. Die Tür ist immer verschlossen, aber ich kenne den Schlüssel. Eirik trägt ein Medaillon, das die Tempeltür öffnet. Ich habe gesehen, was er damit alles macht. Dieses Medaillon? Ja, das ist euer Schlüssel. Bringt mich zum Berg, dann zeige ich es euch. Da musste ich einmal husten und niesen. Schrecklich. Seid ihr sicher, dass ihr dafür stark genug seid? Es ist nicht weit und kann ich mich auf euch stützen? Für die Urne lohnt sich jeder Schmerz. In Ordnung, brechen wir auf. Gut, helft mir auf. Ich versuche, uns nicht zu sehr zu behindern. Yay. Ja. Fallen benutze ich nicht so wirklich oft. Egal. Ah, wir reisen direkt zum verfallenen Tempel. Da ist Bruder Genitivi und ich speichere. Da sind wir. Gebt mir das Medaillon. Mal sehen, ob ich alles behalten habe. Ja, seht ihr, man kann Teile bewegen, und zwar so, und erhält einen Schlüssel, der den Weg öffnet. Woher wusstet ihr, wie das geht? Es gibt nur noch wenige Schlüssel wie diesen auf der Welt, aber ich habe schon einige gesehen. Die richtige Kombination fühlt sich irgendwie richtig an. Es ist schwer zu erklären. Mal sehen, ob es uns gelingt, diese Tür zu öffnen. Irgendwo muss man das hineinlegen oder stecken können. Was würde ich darum geben, diese Halle in all ihrer Pracht zu sehen, so wie es gedacht war? Doch wenn man Eis und Schnee entfernt, ist es immer noch schön. Oder? Ihr
müssen nun wachsam sein, Bruder. Tut mir leid. Was? Ich war abgelenkt. Verzeihung. Diese Schnitzereien entstanden gleich nach Andrastes Tod und könnten Dinge über ihr Leben enthüllen, die wir noch nicht wissen. Ich brauche mehr Zeit, um diese Statuen und Schnitzereien zu studieren. Ich wollte hierbleiben, ist das sicher? Mit meinen Verletzungen kann ich ohnehin nicht Schritt halten. Es ist bestimmt sicher. Dorfbewohner dürfte es hier nicht geben. Geht nur, ich komme zurecht. Es war wohl mein Schicksal, euch zur Urne zu führen. Muss ich sonst noch etwas über den Tempel wissen? Er sollte die Urne vor allen schützen, die sie stehlen oder zerstören wollten. Namentlich dem Reich von Tevinter. Von welchen Gefahren reden wir? Ich bin nicht sicher. Die Legenden sind ziemlich vage, was das betrifft. Nur der Fromme darf die heilige Asche schauen. Den Ungläubigen erwarten Tod und Ungemach. Der Blick des Erbauers fällt auf Andrastes letzte Ruhestätte. Er weint um seine Geliebte und sein Zorn auf ihre Peiniger bleibt bestehen. Der Erbauer, er ist hier? So lautet die Legende. Vielleicht beobachtet der Erbauer diesen Ort wirklich. Doch lest zwischen den Zeilen, dann erkennt ihr, dass hier nur eine einfache Wahrheit bildhaft und etwas übertrieben vermittelt wird. Niemand will sowas hören wie, Willi perfektionierte nach vielen mühseligen Jahren die erstaunlichen Mechanismen, die dem unachtsamen Eindringling spitze Nägel in den Allerwertesten jagen. Raffiniert. Es ist wohl richtig, dass ich hier bleibe, findet ihr nicht auch? Bringt euch nicht selbst in Gefahr. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Jetzt brauche ich was zum Schreiben. Daran hättest du früher denken sollen. So, aber es sieht wirklich sehr geil aus hier. Wow. Bei den Wechselhimmeln des Nichts. Das ist fantastisch. Ja. Würde ich auch sagen. Map. Da oben sind Gegner, die ich noch gar nicht sehe, aber ich habe sie auf der Map. Gut, wir schnetzeln uns einmal hier durch, bitte. Gleich Guten hier. Abend. Das sind normale Kultisten. Kämpfen müssen. Ja. Für dich besteht keinerlei Hoffnung mehr. Der Erbauer, das ist eine Zeitverschwendung. Du sollst nicht immer die Leute enthaupten. Das ist nicht gut. Ich habe es erledigt. Ja, schön. Selbstverständlich. Schrank. Anzünder, okay. Drachenblutsalbtränke und Tinkturen. Interessant. Leggy. Abenteurer. Versiegelter Brief. Entfesselt. Hast gefragt, also erzähle ich dir. Geh nicht, die Geschichte sprechen von Reichtümern, enthalten aber keinen Namen oder Angaben darüber, wo die Besitzer dieser Reichtümer ausgegeben haben. Schon als Kind habe ich dieselbe Geschichte in Denerim gehört. Man fühlt sich davon angezogen, aber es sind Lügen, Sohn. Da wird ein Weg vorgezeichnet, aber was geschieht nach dem ersten Schritt? Führt er zur Bestie oder zurück zu dir? Brief vom Vater an den Sohn ohne Unterschrift. Okay. Gut. Wir speichern mal. So, ich glaube, hier war ich doch schon mal. Hey, du da oben. Warum hat die hier so komische Flügel? Südliche Kammern. Okay. Hier ist nix. Sehr schön. Oh. Was ist? Ach, ein Schlüssel wahrscheinlich, oder? Viel, viel höhere Fertigkeit. Okay, die Tür geht auf. Alte Bücher. Glaubt ihr, einige davon kann man noch lesen? Warum? Wie ihr meint. Warum noch schauen? Alte verschlüsselte Schriftrolle. Hier ist eine Verse. Sehr schön.
Wenn die Schriftrollen brauchte ich doch hier. Ja, nee. Für eine Sprache fast hinverfahren. Also wirklich das. Okay. Ich frag mich, wer die vielleicht entziffern könnte. Eine Truhe. Mit Kram. Einem Dolch. Der ja nicht ganz gut ist, aber egal. Hast noch ein Buch. Buch auf dem Boden. Yay. Die alten Götter. Eieieiei. Nein, das lese ich jetzt nicht vor. Aber es ist sehr geil. Die Atmosphäre ist schön. Und leider ist die Hintergrundmusik mal wieder sehr leise. Aber wenn ich die lauter mache, dann ist sie im Kampf wieder abartig laut. Die brüllen ja schon laut genug hier rum. So. Irgendwo Magier? Nö. Dann schnetzeln wir uns hier einfach durch. Selbstverständlich. Weil, ja, wuhu, festhalten mal Schuss. Ich hol mir den da. Jetzt ist dein Ende gekommen. Kommst du wohl her? Willst du mich verarschen? Leg. Ich meine, ich kann dir so kämpfen lassen. Ich bin so stark inzwischen, dass das uninteressant geworden ist, weil keiner von meinen Leuten wirklich Schaden kriegt. Ich meine, okay, ich habe jetzt verdammt viele Sidequests schon gemacht. Könnte daran liegen. Selbstverständlich. Wenn du sollst die Tür öffnen, du sollst dann angreifen. Du bist erledigt. Kommst du wohl her? Gut, los geht's! Stirb. Okay. Und jetzt plündern wir eine Runde. Plündern wir. Warum auch immer der Lyrium-Trank dabei hat. Binderrüstung. Na komm. Wie ihr meint. Wow, er ist sofort zu Steinen geworden. Das nennt sich schnelle Verwesung. Okay. Ich tippe mal, dass es geradeaus immer weiter durchgeht. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Seitengänge erkunden. Ja, und ich habe gesehen, dass da links Gegner waren. Deswegen gehe ich hier lang. Eingetötet. What the fuck? Rüstung der Gewissheit. Okay. Aber hier scheint es eigentlich nur weiterzugehen. Aber vielleicht kommen wir ja später irgendwann nochmal hin. Rüstungen. Ellie ist da. Die kann er noch nicht mal tragen. Wow, die ist da ein bisschen niedriger, Gesundheitsregeneration und Einrüstung. Außer Schaden durch hinter die Angriffe. Ja, aber die Rüstung, die anhat, ist eigentlich besser, glaube ich. Wir werden es sehen. Es kommt sowieso der Zeitpunkt, wo ich wirklich nicht mehr jede Rüstung anlegen kann, wie man merkt. Obwohl ich glaube, ich werde bei Eliane erstmal bald auf Geschick gehen, damit sie den neuen Bogen tragen kann. Was zur Bronto? Den lassen wir erstmal bitte hier rauskommen. Ich möchte nicht, dass er direkt auf mich zustürmt. So, jetzt. Kehr um und fliehe! Willst du wirklich sterben? Ja. So, und das war's mit Bronto. Wie ihr meint. Bist du wirklich so dumm? So. Flieh, solange du noch kannst. Du solltest fliehen, solange du noch kannst. Und das war's. Der eine was für mich? Ja, der Bogenschütze. Selbstverständlich. Und er ist wieder zu Stein geworden. Sehr gut. Hier war das Vieh drin. Wovon hat es sich ernährt? Egal. Eine Falle. Direkt vor uns. Sehr schön. Ausnahmsweise warnst du mich mal rechtzeitig.